Oh ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bentec mit freundlicher Unterstützung von der Kreativecke. Also alle, die von der Kreativecke gerade rübergekommen sind, herzlich willkommen. Es geht heute um das Tablet Teclast M20, das neue China Tablet. Und ob das so richtig cool ist, das sehen wir nach dem Intro. So, ihr seht hier schon das Teclast M20 mit 10,1 Zoll Diagonale. Ihr könnt das heute auch gewinnen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt erstmal. Und zwar hat der Daniel von der Kreativecke in seinem aktuellen Video ein Wortteil versteckt. Und den ersten Teil des Wortes findet ihr bei ihm auf dem Video. Und den zweiten Teil, den erfahrt ihr hier in diesem Video. Und wenn ihr diese zwei Teile zusammenfügt, ergibt das ein Wort. Und das dürft ihr als Hashtag dann unten in die Kommentare schreiben. Und jeder, der daran teilnimmt, hat im Endeffekt die Möglichkeit, dieses Tablet zu gewinnen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir möchten erstmal anfangen. Wie gesagt, wir haben 10,1 Zoll. Wir haben, gehen wir nochmal ganz kurz auf die äußeren Begebenheiten des Gerätes ein. Ihr könnt das Laden als auch eine Maus anschließen per Micro-USB. Ihr habt einen 3,5 Klinkenstecker. Ihr könnt hier dieses Fach öffnen, dann könnt ihr den Speicher auf 256 GB erweitern oder die Dual-SIM-Funktion nutzen und eine SIM-Karte einfügen. Ihr könnt tatsächlich mit diesem Gerät auch telefonieren. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, werde ich auch nicht machen. Aber der Ronny von Nerd7 hat das mit demselben Gerät ausprobiert und sagt, es funktioniert hervorragend. Nur, dass es halt ein bisschen albern aussieht, ne? Nice. Ganz klar, wir haben eine lauter, leiser Wippe. Hat einen guten Druckpunkt, das ist sauber verarbeitet, das wackelt nicht. Wir haben einen On-Off-Knopf, wir haben die Lautsprecher auf der linken als auch auf der rechten Seite in Form von Lochbohrungen und unten das Mikrofon. Das Ganze ist in einem Dark Gray und zwar ausschließlich in einem Dark Gray erhältlich. Ja, was wir auf jeden Fall feststellen können, ist, dass es unheimlich fingertapser-sensibel ist. Das hat der Ennis heute Mittag, als er das Gerät mitgenommen hat, auch selber festgestellt. Und ja, wir haben einen 6600 mAh Akku verbaut, das wird euch 6 bis 8 Stunden halten. Des Weiteren haben wir hier 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicher als solches. Es sind 8 Kerne verbaut, also ein X20 Prozessor. Und als Betriebssystem haben wir Android 8.0, das dürfte schon unter Oreo fallen. Dann haben wir ein IPS-Display, das mit einer Auflösung von 2560 auf 1600 Pixel arbeitet. Also ihr seht, ich muss mich zwischendurch schon noch orientieren. Dann haben wir vorne, also für mich ist das immer vorne, aber es ist eigentlich die hintere Kamera, hat 5 Millionen Pixel und vorne haben wir 2 Millionen Pixel Auflösung. Ich werde euch da ganz kurz ein Bild mitmachen. So, ganz kurz aufmachen. Kamera ist aktiviert, das geht recht zügig. Jetzt mal Gegenlicht, damit ihr mal seht, wie ich hier filme. Achtung. So, erstes Foto ist erledigt, dann mache ich noch ein Selfie. Wie funktioniert das hier? Selfie, hallo, wie kann ich die Kamera drehen? So, mein Selfie, wuhu! Dann haben wir natürlich für euch auch einen Benchmark-Test gemacht. Da sind wir auf 92.000 Punkte gekommen. Wenn ihr euch erinnert, in einem meiner letzten Videos habe ich das Xiaomi Mi A2 Lite getestet. Das kam auf einen Benchmark-Wert von 74.000 und ist an und für sich völlig ausreichend. Wenn ihr mit diesem Tablet spielen wollt, dann höchstwahrscheinlich keine AAA-Titel. Aber sowas wie Fortnite auf mittleren Einstellungen dürfte ohne weiteres funktionieren. Da könnt ihr auch gerne nochmal beim Ronny vorbeigucken. Der hat es tatsächlich getestet. Ansonsten haben wir keinen Typ C, also kein Schnellladesystem. Wir haben nicht die Möglichkeit, diese Datenmengen so schnell zu übertragen, wie ihr das eventuell möchtet. Wir haben ein Micro-USB, das muss euch ausreichen. Allerdings halte ich das auch gar nicht für so notwendig, denn heutzutage, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich lade meine Geräte über Nacht. Ich weiß nicht, also wer schnell laden muss, vielleicht mal am Bahnhof, wenn er keinen Akku mehr hat oder so, dann ist das cool. Aber Typ C ist für mich aus meiner Perspektive noch kein notwendiger Standard.
So, ja, kommen wir zum Fazit. Das ist ein sehr solides Tablet mit, wie gesagt, 10,1 Zoll. Sprich, wir haben eine sehr schöne Auflösung, wir haben tolle Farben, 16 Millionen an der Zahl. Für einen Preis von knapp 147 Euro, ich sage jetzt mal pauschal unter 150 Euro, kriegt ihr dieses ja, Tablet im Mittelklasse-Segment zu einem sehr fairen Preis, muss ich sagen. Ja, ihr müsst halt damit klarkommen, dass wenn ihr bei einem China-Shop bestellt, dass ihr halt 2 bis 3 Wochen warten müsst. Ich für meinen Teil würde sagen, das hätte sich dann gelohnt. Das Gewinnspielwort, also das zweite in diesem Fall, heißt Toaster. Ihr müsst einfach nur den zweiten Teil des Wortes und den ersten Teil des Wortes, was ihr beim Daniel auf dem aktuellen Video findet, zusammenfügen, als Hashtag bei mir drunter in die Kommentare hauen. Dann könnt ihr dieses geile Tablet gewinnen. So, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst auf gar keinen Fall beim Daniel von der Kreativecke vorbeizuschauen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dürft ihr gerne auf Instagram vorbeigucken, bentec_official. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.